Vielleicht letzte Frage, weiß ich aber noch nicht, ob es die letzte ist. Gibt es eine betriebswirtschaftliche Auswertung, wie man mit einem Zwei-Nutzungs-Huhn, was ja jeder so gerne möchte, auch Geld verdienen kann? Also quasi die Rückwärtsrechnung, dass man sagt, jawohl, ich biete dem einen Quadratmeter jetzt nicht gerade 10, dann weiß man schon mal, wie viel man für 1000 Hühner, wie viel Quadratmeter man braucht. Kannibalismus wird auf das Minimum runtergeschraubt, dadurch, dass wir so viel Auslauf haben. Der Fleischpreis müsste rauskommen und der Eierpreis müsste rauskommen, damit in der Summe nachher für den Landwirten in etwa das gleiche Verdienst ist. Also die Wissenschaft auf der einen Seite, was die Haltung angeht, das macht ihr. Ja. Aber mich würde es halt interessieren, ich bin Landwirt, nee, Bauer bin ich. Das ist ein Unterschied. Ja, Landwirt wird man, Bauer ist man. Ach so, okay, gut. Das ist ja okay. Nein, dass man ganz einfach, sagen wir mal, zurückrechnen kann und sagen, wie könnte ich mit dieser Haltung, wenn ich sie dem Verbraucher vermitteln kann, dass das teurer sein muss, ist vollkommen klar, aber dass man da wirklich mal zurückrechnet und da mal einen Ökonomen dran setzt und mit euren wissenschaftlichen Ergebnissen, zu dem, was ihr heute über die Hühnerhaltung wisst, dann einfach zu sagen, okay, dann ist die Preisbildung die und die und dann würde auch die Diskussion, glaube ich, mit dem Lebensmitteleinzelhandel wieder sehr viel einfacher. Oder auch mit den Verbrauchern, die dann sagen, ich möchte ja gerne Bio, aber 20 Euro für einen Huhn ist mir dann auch zu teuer. Ja, also du hast das richtig erkannt, wir sind für die Wissenschaft zuständig, für die Betriebswirtschaft sind andere Standorte in Deutschland. Gibt's die? Ja, es gibt eine sehr, sehr gute Adresse. Herr Dammer aus Kitzingen, da ist ein Lehr- und Versuchsgut. Die haben auch mit Zweinutzung schon gearbeitet. Okay. Und da ist auch eine Frau Ursemann, die kennt sich hervorragend mit Zahlen aus. Und die hat dieses ökonomische Gesamtbild im Auge. Da bin ich, da konzentriere ich mich auf Verhalten und das, was wir hier können, aber da an der Stelle. Wenn wir heute in Sinn stehen, dann fahren wir demnächst nach Kitzingen und gucken uns da die Zahlen. Ja. Und wenn du uns jetzt vielleicht noch mal ein paar Tiere zeigst. Gerne. Erst einmal vielen Dank. Ja, jederzeit wieder.